Gut. Dann gucken wir uns mal das hier an. Wir hätten hier eine Anomalie. Das Orangene ist vor uns, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Ja. Wir docken erstmal ab. Das heißt, dass wir abdocken. Dass wir erstmal speichern. Nicht, dass ich irgendeinen Mist baue. Gut. Haben wir gemacht. Dann docken wir ab. So. Das heißt, wir haben einmal das hier. Und wir haben einmal das hier. Das Ding bleibt auf dem Orbit. Das ist stable. Und jetzt haben wir den hier. Da haben wir dann nochmal Spritty drin. Das ist der hier. Der da drin ist. Und wir haben... Ja, was haben wir denn noch? Hier jede Menge Solardinger und dann die Landeteile. Gut. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Schauen mal, wo wir hier ankommen. Die Frage ist, wenn wir komplett bremsen, wie viel haben wir? 500 noch was. Könnten wir versuchen? Also, das wäre ein Experiment wert. Wir schauen uns das mal an. Gut, wir gucken uns mal an, wie das hier wandert. Da gehen die blauen Dinger lang. Das bringt uns gerade nicht viel. So. Und da geht das blaue lang. Das ist sehr weit weg. Das heißt, jetzt müssen wir richtig wandern. Oha, das ist die eine Kurve. Die bringt jetzt auch nicht viel. Dann geht's weiter. Okay, da hätten wir Kontakt. Das heißt, wir machen mal ein Speichern. Saving läuft. Und dann will ich mal gucken, ob wir die Anomalie da ein bisschen treffen. Das wäre ja auch gar nicht mal so unübel. Das heißt, wenn wir dort ankommen, werden wir komplett retro brennen. Da kommt Duna Unmanned. Da kommt Duna Unmanned auf der Seite. Jo, dann schauen wir mal. Da kommt Duna Unmanned. Okay. Anomalie läuft. Wir kommen direkt sauber rüber, als ob die uns fast bestellt. Hm? Gut. Jetzt habe ich gar kein Anomalie-Forschungsprogramm dabei oder sowas. So, da haben wir das. Anomalie, das heißt, wir machen das mal, wir gehen komplett retro. Okay. Und haben noch ein paar Meter vor uns. Ein paar Meter haben wir noch vor uns. Die kommen, die kommen, die kommen. 600 noch was Meter pro Sekunde. Das wird eine Brennung vom Feinsten. Gut. Wir sind gleich über der Anomalie. Das heißt, wir können schon mal so anfangen zu bremsen, weil... Ist so. Genau. So. Bremsung läuft. Wir machen mal den Stability Assisting. Gut. Okay. Wir sind mehr oder weniger direkt über der Anomalie drüber. Und wir... Ja. Sieht schick aus. Ah. Okay. Die Frage ist,
Ob ich da oder da nochmal brenne, ob ich da ein bisschen auf den Nullpunkt kriege. Ah, sieht besser aus. Naja. Was haben wir hier nochmal? Naja, okay. Gut. Wir kommen jetzt irgendwie da so runter. Schauen wir mal, wie gut das runterkommt. Ja. Das heißt, wenn ich so und so brenne, das heißt so lang. Okay, da kann ich noch mal ein bisschen gegensteuern. Gucken wir mal. Ah, ein bisschen noch. That is all that, ne, so easy. Easy peasy. Ja. Oh. Okay. Fast auf den Punkt. Oh, ein bisschen noch. Gut. Und. Ja. Gut, wir helfen das einfach mal. Wir nehmen das einfach mal so hin. Entweder sind wir nah dran oder nicht nah dran. Ne? Machen das Ding hier aus. Das Ding hier aus. Und schauen mal, wie weit wir da rankommen. Angeblich soll er ja eine Atmosphäre haben. Angeblich. Das heißt also, ich werde mal mit den Fallschirmen herunterkommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der wirklich eine Atmosphäre hat oder ob wir einfach jetzt gnadenlos aufklatschen. Das werden wir gleich sehen. Das heißt also, ich werde mal kicken. Weil wenn er das ist wie unser Mars, dann müsste der irgendwie eine Atmosphäre haben. 56.000, keine Ahnung. Passiert hier was? Passiert hier nichts? Hier flackert irgendwas. Hier tut sich was, aber könnte das hier auch ein Grafikfehlerproblem sein? Hier machen wir hier mal Deploy. Machen wir auch mal Deploy, aber ich glaube nicht, dass sich hier was auslöst. Deploy. Deploy. Ne, das sieht nicht nach einer Auslösung aus. Oh doch, da kommt was. Okay, wir haben doch die Atmosphäre. Wow, das sieht irgendwie cool aus. Das sieht irgendwie cool. Oh, das sieht gerade wirklich cool aus. Oh. Wow. Jetzt bin ich gerade doch ein bisschen happy-mäßig angebracht. Okay. Wow. Wow. Okay. Schick, schick, schick. Da ist unser Schatten. Hey, ich hab einen Schatten, aber ihr wollt nicht. Wow. Okay, das Ding ist geplatzt. Schade eigentlich. Gut, einer der Fallschirme ist auch hinüber. Schade eigentlich. So, wir werden mal Forschung machen. Oh, wir machen sowas mit Forschung. Wir benennen das Ding aber erstmal um hier. Wir benennen das erstmal hier um. Rename Vessel auf jeden Fall. Unmanned Duna wird umbenannt in Duna Unmanned Landed. Ja, der ist hier landed. Ja. Rover kennen wir das nicht nennen, Base auch nicht. Ja, okay, gut.
Schauen wir mal nach, was für Forschung wir haben. Wir haben einmal Observe the Merrill Bay. Und senden die mal nach Hause. Das sind 2 nach noch was. Render ist bla sowieso. Ja, transmit hier mal die Daten. Sollst du machen. Okay. So, Daten kommen nach Hause. Danke sehr. Gut. Electric Charge. Haben wir eine ganze Menge. Das heißt, dann machen wir hier mal auf. Und dann haben wir einmal das Ding hier. Lock Press Your Data. Ja, auch die kommen nach Hause. Schön nach Hause damit. Ja, versperren wir uns hier die Sicht hier. Habe ich besonders gerne. Dann kommt The Misery Goo. Klassiker. Ups. Sind nochmal 72 Forschungspunkte. Gehen auch nach Hause. Ja. Yeah. Wow, jetzt kommt der ganze Lohn sozusagen. Oh, wir haben so viel gemacht. Dann machen wir Rune Atmospheric Analyse. Das sind 288 Punkte. Auch die senden wir nach Hause. Okay, dann gehen wir hier mal auf die andere Seite. Da haben wir ja auch nochmal Experimente. Oh. Okay. Ja, wir brauchen ein bisschen Strömling. Jetzt ist die Frage, wird es nachts hier auf dem Duna oder wird es hell? Ja, da kommen ein paar Daten. Okay. Ja. Daten werden gesendet, das dauert. Eieieiei. 91, 92, 93, 94. Und. Bumm. Down. Gut, dann machen wir mal Zeit. Klappi, klappi, klappi. Und. Hang. Gut. Wir brauchen einmal das Thermometer. Hatte ich das Thermometer gerade schon gemacht? Anscheinend schon. Das geht anscheinend auch nicht. Display off? Wieso? Wieso kriege ich manche Dinge jetzt hier irgendwie nicht irgendwelche Daten? Oder habe ich das hier schon gesehen? Bin ich blond oder bin ich blond? Display off? Okay. Jo, jetzt bin ich ein bisschen irritiert, aber scheint zu klappen. Display off sowieso. Gut. Service Bay Locket. Ach, wir sind noch im Time Warp. Oh Gott. So, jetzt nochmal. Locktemperatur. Ich würde schon sagen, hier stimmt doch was nicht. Hier stimmt doch was nicht. Ja, natürlich nicht. Super. So, das nächste Teil. Gravimetrische Daten. Okay, die wollen wir hochsenden. Das ist der. Stimmt doch was nicht. Weil hier ja nichts mehr. Jetzt ist alles kaputt. Ja. Anscheinend. Okay, die haben wir auch. Dann kommt das hier noch. Der Seismiko. Wow, hier habt ihr richtig viele Punkte. Ah, Punkte. Sehr schön. Oh, auch die haben wir weg. Jo, eigentlich müssten wir es alle haben. Ich guck nochmal nach. Lektor. Ja, da kommt nichts mehr nach Hause. Jo. Dann können wir hier closen. Jetzt haben wir nämlich. Closen. Also. Echt, ey. Schade, dass ich den nicht nochmal closen kann, damit es ein bisschen schicker aussieht. Diese Szenerie übrigens, jetzt, wo dieses Ding jetzt einfach hingeklatscht ist, erinnert mich an einem anderen Spiel.
dass sich da schimpft. Was war denn das da vorne? Dass sich da schimpft Take on Mars.